CQCQ, Juliet Alpha November, QRP und Mobil, ruft alle Stationen. Ist jemand auf Empfang? CQCQ, Juliet Alpha November, QRP und Mobil, ruft alle Stationen. Ist jemand auf Empfang? Ja, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich bin momentan auf dem 11-Meter-Band im CB-Funkbereich unterwegs. Ich bin momentan QRP und Mobil. Mein Transceiver hat eine Ausgangsleistung von ungefähr 3 bis 4 Watt und als Stromquelle dient mir ein Solarpanel mit 6 Ampere Maximalleistung und aktuell 14 Volt. Ich zeige euch mal die Anlage. Ja, gerade eben habt ihr meine drei Solarpanels bzw. meinen Solarkoffer gesehen. Dieser Koffer hat insgesamt 120 Watt Maximalleistung bei maximal 18 Volt und maximal 6,67 Ampere. Wie ihr auch gesehen habt, habe ich einen Teil der Solarpanels abgedeckt, ganz einfach, um die Spannung zu minimieren, weil die CB-Funke, die ich momentan hier im Einsatz habe, das ist eine President Jackson 2. Die hat, die verträgt maximal 13,8 Volt und um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, wie gesagt, habe ich das halt abgedeckt. Und hier auf dem Dach habt ihr eine Boomerang gesehen. Das ist eine Mobilfunkantenne mit insgesamt maximal 500 Watt, die natürlich momentan auch nicht ausgereizt sind. Ja, aber das ist halt noch Luft, ne? Der Stromquelle liegt natürlich ganz klar offen auf der Hand. Ist natürlich so, wenn es bewölkt ist, funktioniert das Ganze leider gar nicht. Und es muss schon wirklich lockere Bewölkung oder klarer Himmel sein, damit das mit den Solarpanels überhaupt funktioniert. Ah, nee, das glaube ich jetzt aber nicht überhaupt.
Ja, ich hoffe, dass dieses Video euch ein bisschen geholfen oder auch vielleicht inspiriert hat, auch mal QRP-mäßig und mobil auf diese Weise unterwegs zu sein. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr einige Kommentare zu dem Video mir schreiben würdet, und ich schreibe euch auch gerne zurück. 73 und viele